willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Udo. Hier bei unserem Civ 6 Bei unserem Civ 6 Sparta. Jo. Das letzte Mal haben wir einen Haufen Künstler aufgetrieben. Also einen Künstler und einen Schriftsteller, so. Haben dadurch unseren Tourismuswert stark gepusht. Ja. Schauen wir mal. Hieronymus Busch. Wir haben auch mit dem Kongo bereits ein Kunstwerk getauscht, um unseren Tourismus stärker zu machen. Ja, soll sein. Okay, wir könnten wieder rein theoretisch was mit Glauben kaufen. Wir werden aber warten, vielleicht ergibt sich Besseres. Immerhin bauen wir hier eine Akropolis und wir können diese ganzen Kulturgebäude auch mit Glauben kaufen. Und auch ein Amphitheater und noch ein Museum zum Beispiel. Ist mir sehr recht. Und wie schon gesagt, ich gehe nicht auf den Religionssieg. Hauptsache, man lässt mir meine Städte mit meiner Religion. Viel mehr brauche ich eh nicht. Gut, hier haben wir eine verbotene Stadt in 29 Runden. Das ist jetzt doch schneller geworden. Wir haben das letzte Mal ja Brüssel versucht, in unsere Sphäre zu kriegen und überhaupt gleich 6 Gesandte zu haben. Das hat den Vorteil gebracht, dass wir jetzt plus 4 Optionen hier haben, weil wir hier auch ein Industrieviertel haben. Das heißt, wir haben hier 23 Produktion. Woher kommen die? Plus 2 durch Gebäude, plus 2 durch Bezirk, plus 2 durch Industriegebiet. Plus 8 für Gebäude. Das wären diese 4, diese wahrscheinlich. Oh, nochmal 10% durch Annehmlichkeit. Hohe Annehmlichkeit erhöht die Produktivität offensichtlich. Das heißt, es macht schon Sinn, die Annehmlichkeiten nach oben zu pushen. Na gut. So, du bleibst hier stehen. Um ehrlich zu sein, habe ich keine große Lust, da sehr viel zu tun. Die Frau Cavendish wird hier ihr letztes Literaturwerk schaffen. Die Abrechnung mit der Naturphilosophie. Es ist bekannt, dass der Mensch 5 äußerliche Sinne hat und jeder Sinn den anderen unbekannt ist. So weiß die Nase nicht, was die Augen sehen, die Augen wissen nicht, was die Ohren hören und die Ohren wissen nicht, was die Zunge schmeckt. Was natürlich nur indirekt richtig ist. Weil ein Auge weiß auch nicht, was es sieht. Nur das Gehirn kann die Informationen, die das Auge sammelt, machen. Naja, aber was soll's. Klingt doof. Aber was soll's. Wir haben unseren Tourismuswert noch einmal erhöht. Schauen wir uns an. Wir sind schon recht voll. Archäologen bräuchten wir jetzt. Dann irgendwann einmal. Das nächste Museum, das wir bauen, machen wir wieder ein Kunstmuseum vielleicht. Mit etwas Glück kriegen wir noch einen Künstler, dann können wir ein Kunstwerk da reinhauen und den Bosch in das andere. Ja, schauen wir mal. So, was haben wir hier? Du schaust dir die Gegend an. Schaust du auch Gegend an. Wasser. Ich will dann nicht rüber. So, dieser Apostel bleibt mal hier.
Okay, daher. Oder sollten wir Guru und Apostel darunter schicken? Nach Mykene, falls irgendjemand auf die wahnwitzige Idee kommt. Karthago haben sie auch. Falls irgendjemand auf die wahnwitzige Idee kommt, Mykene anzugreifen. Aber naja. Oder wir könnten, das wäre natürlich gescheit, diese Dinger hier. Weil von denen kriegen wir niemals einen neuen Auftrag. Jerewan und Jerusalem. Vielleicht schaffen wir zumindest eine von den beiden Jerewan von unserer Religion zu bekehren. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Freund. Gehst hierher. So. Wartest hier. Nächste Runde bauen wir endlich unsere letzte Stadt auf unserem Kontinent. Oh, da oben ist ein Dings. Da oben haben wir. Barbaren. Hätte ich mir gleich anschauen können. Das heißt, wir werden dort diese zwei Typen aufschicken. Nächste Runde. Nicht vergessen. Warte mal, warte mal, warte mal. Der hat hier Posten hergebaut. Hierher? Auf meinen Kontinent? Spinnt der? Das ist mein Marmor! Boah, ich glaube, ich werde nicht mehr. Einmal Industriezeitalter. Und einmal Inspiration für Kolonialismus. Na okay, soll sein. Astronomie macht viel mehr Spaß, wenn man kein Astronom ist. Okay. Das Ballett strahlt eine zerbrechliche Art von Stärke und eine gewisse unbeugsame Präzision aus. Ayn Rand. Oh Gott, wie kann man nur Ayn Rand zitieren? Ich meine, das ist kein schlimmes Zitat von ihr, aber das war eine der schlimmsten Personen überhaupt, glaube ich, des 20. Jahrhunderts. So eine fürchterliche Person. So, ich glaube, das lassen wir drinnen und die 100% Dings haben wir mal raus. Als erstes, was haben wir denn Neues? Wir haben hier das Opernhaus. 100% Kulturertrag durch Gebäude im Theaterplatzbezirk. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir noch Neues? Symphonie plus 4 für große Musiker. Können wir denn schon ein Opernhaus bauen? Es könnte sein, dass das geht jetzt durch das Ballett. Das Bolschoi-Theater können wir auf jeden Fall bauen. Haben wir den Künstler raus oder lassen wir den Künstler drinnen? Ich glaube, den lassen wir mal drinnen. Das werden wir allerdings rauswerfen, weil der eine Dings, den wir produzieren, den können wir genauso gut so fertig machen. Und wir nehmen da die zwei Einflusspunkte. Wir brauchen mehr Gesandte. So, was brauchen wir da unten? Mehr Kultur. Oder. Nein, 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 nein. Wir werden jetzt. Genau, wir werden jetzt mal wieder ein paar Handwerker bauen. Das heißt, wir werden unsere Handwerker verbessern. Wo ist denn das? Da. Leibeigenschaft. Klingt gut. So, du Freund, baust mir hier eine Stadt. Und weil ich Angst habe, dass das irgendjemand abspenstig macht, kann die nämlich, um genau zu sein, machen wir das so.
So. Gut. Dann. Okay. Geht in diese Richtung. So, Candy, wieder was Neues. Ein Heuriger für Ballistik. Na gut. Toronto hätte gern eine Inspiration für Urbanisierung. Ballistik. Sicher irgendwo da oben. Da habt zwei Festungen in eurem Territorium. Das wird es nicht spielen. So, und der andere gilt für Urbanisierung. Muss man irgendwo da sein, nehme ich mal an. Lass die Bevölkerung einer Stadt auf 15 wachsen. Das könnte passieren. Sparta hat immerhin schon eine Größe von 13. Wie ist denn das? Oh, aber wir haben keinen Wohnraum hier mehr. Das heißt, als nächstes werden wir anfangen, hier Wohnraum zu schaffen oder schaffen zu müssen, wenn wir das weitermachen wollen. Gut. So, eine Feldkanone für Brunei. Das sollten wir schaffen. Maleta wieder eine religiöse Bekehrung. Das mag ich überhaupt nicht. Brüssel wieder einen Schriftsteller. Na gut. Der wird über kurz oder lang kommen. Und Karthago will eine Inspiration für verbrannte Erde. Da ist verbrannte Erde. Zwei Feldkanonen. Warte mal. Das andere wollte eines für eine Feldkanone, glaube ich. Kann das sein? Mal gut. Sansibar hat euch eine neue Quest gegeben. Ach Gott, schon wieder eine religiöse Bekehrung. Ich hasse religiöse Bekehrungen. Gut, neue Dings. Kolonialismus. Ah nein. Ballistik produziert Feldkanonen. Und Bombarden. Na gut. Machen wir mal weiter. Da. Machen wir mal los. Kannst du das durchgehen? Nö. Warum nicht? Was ist denn das? Ein Samurai. Schau dir das an. Das ist eine heilige Stätte. Schrein, Tempel und Pagode. Geh mal daher. Sicher ist sicher. Was ist daher? Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Guru bleibt hier. Oder? Na, Guru geht daher. Also wenn, dann wird hier die Action stattfinden. Dann kommst du auf Bereitschaft. Ach, ich bin so dämlich. Er soll dann ins Wasser gehen. Er soll übers Wasser fahren. Zumindest bis daher können wir mit dem Wasser fahren. Das vergesse ich immer wieder. Steh still. Fass daher. Und machst auch nichts anderes als stillstehen. So, was können wir da machen? Kolonialismus bringt uns zwei Gesandte und den Raj. Oh, der Ratsch ist gar nicht einmal so schlecht. Plus zwei Wissenschaft, Kultur, Glauben und Gold durch jeden Stadtstaat, in dem ihr souverän seid.
Gucken wir mal, Kolonialismus. So, was können wir bauen? Knossos. Muss Sachen bauen. Was bauen wir in Knossos? Ein Industriegebiet ist ein bisschen teuer. Schauen, wir können Muson Shell bauen. Gute Frage, gute Frage. Was machen wir da? Wassermühle auf jeden Fall mal. Oder soll ich die einfach kaufen? Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Kauf die vielleicht. Nicht so teuer. Machen wir Stadtmauern. Und wir haben jetzt die neue Dings. Das heißt, unsere Handwerker sind stärker. Wir kaufen uns Handwerker. So. Gut. Gesandte. Ja, wie viel. Kann man das sehen, wie viel der hat? Hat der 8? 7, 8, 4? Moleta, der hat 2. Oder der hat 4, so. Schau. Was bringt das nochmal? Plus 2 Produktion zusätzlich in jedem Lagerbezirk beim Bau von Einheiten. Na, Blödsinn. Braucht kein Mensch. Der hat 8. 4. Gut. Er bringt Glauben. Was haben wir für eine Spezialfähigkeit? Eure Aposteleinheiten können sich eine mögliche Beförderung aussuchen, statt eine zufällige Beförderung zu erhalten. Was? Was machen sie jetzt schon? Was haben wir noch? Valletta. Gebäude im Stadtzentrum und Lagerbezirk können mit Glauben gekauft werden. Oh, das ist ja cool. Kosten für den Kauf von antiken, mittelalterlichen und Renaissance-Mauern sind reduziert, aber sie können nur mit Glauben gekauft werden. Wir versuchen Valletta für uns zu gewinnen. Das wird zwar den Hut schon ein bisschen nerven, aber das ist mir eigentlich egal. Ist mir das egal? Ja, mir ist das egal. Die können mich alle gern haben da. Wer mich nicht, wenn ich wirklich, wirklich hasse jetzt, ist der gute Roosevelt. Die Stadt da oben hätte man echt nicht hinbauen müssen. Über kurz oder lang hätte ich mich nämlich bis zu dem Marmor vorgearbeitet. Boah, ich hasse ihn. Die Allianz werden wir auf jeden Fall nicht wieder erweitern. Okay, da geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen so oder so darum. Stelle ich gerade fest. Bleibt uns hier nichts anderes übrig. Weil da unten sind wir abgesperrt durch Kongo. Und da sind wir durch die Stadt abgesperrt. Wir müssen also so rundum und um. Diese Stadt liegt urbescheuert. Gut, kann man dich auf Bereitschaft stellen? Dich um das und dann kümmern wir uns gleich ums Gips auch. Ich stelle auch auf Bereitschaft, wir müssen da echt nichts.
es ist ein Handelsweg. In Toronto. Bringt mir das was? Ich fürchte nicht. Das wird meine Hinbauen kann nicht weiter verbessern. So, da bauen wir mal ein Lager hin. Da bauen wir das her. Das ist so ein schönes Gebiet. Warum baust du da nicht deine Stadt her? Warum fährst du rüber zu mir, du Schwammerl? Oh, ja, sehen. So. Diese Städte haben alle noch keine Dings. Aber das Problem ist, das sind eigene. Und Posten hasse ich. Da schickt man auch schon jemanden hin. Na gut, schickt man vielleicht doch zu dem blödsinnigen Arabern wen? Kann die Toronto, Katar. Habe ich noch Karthago noch nichts? Schick mir noch Karthago. Doch, es muss schon einen hingeben. Da gibt es nämlich eine Straße. Vielleicht macht das aber auch Karthago die Straße. So, wir brauchen einen neuen Händler noch. Faserlos könnte einen Händler bauen. Mittelalterliche, wir können Monumente, oh, wir können alles mit Glauben kaufen. Ihre. Komm mal ein Monument da rein. Du brauchst mir mal als nächstes einen Händler. Und dann überlegen wir, was wir als nächstes für ein Zentrum bei dir. Boah, bist du wahnsinnig, der braucht lang hier. Nein, du brauchst mir keinen Händler. Das dauert mir zu lang. Akropolis? Noch mehr Kultur? Wo kann man die Akropolis hinbauen? Ja, da müssen wir wieder was fällen. Das heißt, das machen wir jetzt noch nicht. Das heißt, wir fällen da zuerst. Wir machen da zuerst irgendwas. Wir machen zuerst irgendwas anderes. Handelszentrum. Industriegebiet. Lager. Keine Ahnung. Alles bauen. Lager. Lager. Wir könnten hier ein Lager bauen. Dann bauen wir da auf eines der beiden die Akropolis. Überlegen wir uns noch. Weil dann kriegen wir den Bonus durch das Lager auch. Und da können wir auch noch was herbauen. Irgendwas, ein Wunder oder sonst was. Und da vielleicht auch irgendwann. Naja, vielleicht. Soll sein. Nicht wirklich friedlich spielen in dem Spiel. Auch wenn ich gerne möchte. Buddhismus verbreitet in New York. Der Buddhismus kommt vom Japaner, nehme ich mal an.
Japan ist ziemlich arg, was das betrifft, das Ausbreiten seines Dings, seines Glaubens. Außerdem dürften sie da das Lager von den Kongolesen schon ziemlich angeschlagen haben. Mit etwas Glück gewinnen sie den Krieg gegen Kongo. Die sind eh zu stark. Okay, wir wollen durch diesen See auch noch durch. Gut, wohin schicken wir dich? In Banzer Kongo natürlich. Da können wir alles machen. Wir werden zuerst einmal Quellen beschaffen. Ja, platzieren wir hier. Entschuldigung. Im Panzer-Kongo ist ja überhaupt ein genialer Ort, da kann man ja alles machen. So, dann haben wir gesagt, da hier machen wir. Vielleicht machen wir dort oben den Campus, dann sollten wir aber den Dschungel in Frieden lassen. Also vielleicht sollten wir den Wald fällen. Waldfällen ist, glaube ich, klüger. Gips haben wir gesagt, wollen wir auch noch aufbauen. Ja, du bleibst jetzt einmal da stehen. Einfach weil die Pikeniere greifen wir nicht an. Da kriegen wir nur eine auf den Deckel. So, wir können mit einem Zug ein Monument bauen. Was kann der Potala-Palast? Plus 2 Kultur, plus 3 Glauben. Muss an einem Berg angrenzen. Mhm. Kostet plus 1 Diplomatie-Politikplatz. Heißt das? Ist das so eine Karte? Ich glaube fast. Na, den will ich ja auf jeden Fall auch bauen. Daher zum Beispiel. Finde ich gut. Ein Diplomatie-Politikplatz. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir können jetzt einen Haufen Zeug auch so kaufen. Das sollten wir ausnützen, solange wir Lavaletta haben. Mittelalterliche Mauern zum Beispiel. Vielleicht sollten wir es auch nicht da machen, sondern in Städten, die Mauern auf jeden Fall eher brauchen. Ah, genau, da könnten wir auch das bauen. Plus ein Wohnraum, plus ein Bürgerplatz. Ah, verdammt, das habe ich vergessen. Ich wollte ja schauen, dass man nochmal eine Kaserne. Waffenkammer, was macht das noch? Ein Bürgerplatz, 2 Produktion. Ah, Mist. Der ist zwar super, der Palast, aber wir wollen wohnen. Wir brauchen Wohnraum hier. Können wir. Monument hat keinen Wohnraum, gell? Nein. Können wir irgendwas anderes kaufen, was Wohnraum bietet? Nö. Kaufen wir mal. Und hier kaufen wir uns noch einen Händler. So, und vielleicht lassen wir den nach Knossos gehen, damit er eine Straße kriegt. Den Händler zuerst. Bringt zwar weniger Geld, aber was soll's. So, kannst du mir noch kaufen? Ein Monument. Oder sollst du ein bisschen mehr Kultur produzieren, damit du dich da ein bisschen schneller ausbreitest? Was kannst du kaufen?
Auch ein Monument oder Mauern? Die Mauern. Wir rüsten alle unsere Städte jetzt mit einem Monument aus. Du kriegst auch ein Monument. So, eins geht sich noch aus. Faserlos oder Pergamon? Nein. Wichtiger ist nur das Amphitheater, das dann hier kommt, und das Museum. Next. So wichtig ist das Monument auch wieder nicht. Dafür brauchen wir auch Glauben. Kongo handelt mit Japan. Hatten die nicht gerade eben noch Krieg? Oh, sie haben gerade Frieden geschlossen. Haben sie irgendwas erobert? Schaut nicht so aus. Schauen, aber sie haben schon früher mal diese Stadt von den Azteken erobert, nehme ich mal an. Kolonialismus. Die gewaltsame Verbreitung der Vernunft. Aber wer verbreitet sie unter denen, die kolonisieren? Anthony Burgess, der sagt mir irgendwas. Irgendwo habe ich den letztes Mal gehört. Ah, keine Ahnung, wo ich den gehört habe. Der Ratsch ist schon nicht schlecht. Wir haben derzeit... Wie viele Stadtstaaten, die uns folgen? 1, 2, 3... 4, 5. 5 Stadtstaaten, die quasi. 5 Stadtstaaten, die uns nachfolgen. Fünf Stadtstaaten, die mir nachfolgen. Plus 10 für Wissenschaft, Kultur, Glauben und Gold. Boah, das ist nicht schlecht. Na, das ist wurscht. Ja. Punkt ändern. So, die Handwerker haben wir wieder raus. Und den Rat schauen wir rein. Handwerker haben jetzt E2 gekauft. So. Ah, wir haben sogar noch Gesandte 2 jetzt gekriegt. Haben wir Jerewan auch übernommen? Yep, haben wir. Finde ich gut. Finde ich gut, das heißt, wir haben sogar plus 12. Ja. So. Ja, könntest du weggehen da einfach? Jerusalem? Okay. Watch else. Blockier mich halt. So. Was haben wir gesagt? Wir wollen. Da unten müssen wir noch ein paar Sachen machen. Da zum Beispiel mal ein Sägewerk. Ich bin gleich wieder da.